Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht ausschließlich im Radio, hier auf 1Live, nicht im WDR Fernsehen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wir können uns jetzt eine Stunde lang hier live im Radio, on air sozusagen, unterhalten. Also wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Wir haben heute Abend eine offene Show, eine offene Telefon-Talkshow. Dann ruft mich an. Das ist hier eine kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Meine Frage also an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir jetzt zu unterhalten? Der erste Anrufer heute Nacht, das ist Thomas und er ist 16 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Hallo? Thomas! Ja, hallo. Guten Morgen. Morgen. Was ist dein Thema? Ja, und zwar bin ich gestern Abend von zu Hause weggelaufen, weil mein Stiefvater mich geschlagen hat. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt im Park. In einem Park? Mhm. Telefonierst du über Handy? Ja, genau. Was ist genau passiert gestern? Also, es ist schon, also seit Samstagabend bin ich ein bisschen spät nach Hause, also nicht vor ein paar Wochen bin ich ein bisschen spät nach Hause gekommen. Und da hat halt mein Stiefvater mich geschlagen, weil es zu spät war. Wie hat er dich geschlagen? Mhm. Wie hat er dich geschlagen? Er hat mich ins Gesicht geschlagen, also ich hatte ein richtig dickes blaues Auge. Ja. Ja, und dann hat er so einen Ärger gekriegt und dann am nächsten Tag hat er nochmal was getrunken, er hat mich nochmal geschlagen. Das hat er halt dreimal gemacht. Ja, und dann bin ich halt, konnte ich nicht mehr aushalten zu Hause und bin dann gestern Abend weggelaufen. Ja. Bist du weit weg von zu Hause im Moment? Hm? Bist du weit weg von zu Hause? Nee, ich bin nur im gleichen Ort. Im gleichen Ort, ja. Hm? Wie ist es mit deiner Mutter? Wie hat also, die sich denn bisher verhalten? Seit sie mit meinem Stiefvater zusammen ist, habe ich also auch noch so ganz schlechten Kontakt zu ihr, weil sie irgendwie so komisch geworden ist seitdem. War sie dabei als, oder war sie immer so dabei? Nee, wenn das hat das, glaube ich, nicht gesehen. Oder vielleicht gehört, ich denke mal, dass sie irgendwie ein bisschen mitgekriegt hat, vielleicht schon. Ich weiß es nicht so genau. Hast du denn mal versucht, mit deiner Mutter darüber zu reden und ihr das zu erzählen? Nein, das habe ich noch nicht so versucht. Warum nicht? Also ich habe irgendwie keinen Kontakt mehr, ich rede doch kaum noch mit ihr und irgendwie sitze immer nur alleine auf meinem Zimmer zu Hause und weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wie viel seid ihr zu Hause? Wie viele Geschwister hast du noch? Ich habe keine Geschwister. Keine, du bist der einzige Sohn deiner Mutter. Mhm. Mhm. Wie lange lebt denn der Stiefvater schon bei euch? Ja, schon seit 200 Monaten sind die so verheiratet und ja, sagen wir ungefähr seit 4 Monaten ungefähr so. Also noch recht frisch alles. Ja, also auch ziemlich. Bevor die geheiratet haben, war er sicher doch auch schon mal öfter bei euch zu Besuch. Ja. Wie war denn da das Verhältnis miteinander? Ja, ich habe ihn noch nie so gut verstanden, aber war halt mal so freundlich zu mir und so, aber ja, ich fand ihn noch nie so sympathisch und bin noch nie so mit ihm ausgegangen. Mhm. Jetzt kann es ja sein, oder wahrscheinlich sogar, dass deine Mutter sich ihre Sorgen macht, ne, dass du weg bist. Ja, das kann gut sein. Mhm. Du bist da, sitzt du irgendwo in einem Park. Gott sei Dank ist es warm heute Nacht, ja, dass du nicht frierst. Mhm. Wie denkst du dir denn, wie das jetzt weitergehen soll? Morgen, übermorgen? Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Du hast Angst und keinen Bock, nach Hause zu gehen? Ja. Mhm. Was machst du? Bist du noch Schüler oder in der Lehre? Ja, ich bin noch Schüler. Ja. Hast du mit irgendjemand anderem mal darüber geredet? Nee, hab ich auch noch nicht. Deshalb habe ich heute mal angerufen, weil ich meistens keinen Freund habe, mit dem ich darüber reden könnte. Mhm. Also eine richtig verzweifelte Situation, ne? Weil so ein Gefühl, in der Sackgasse zu sein, ne? Mhm. Mhm. Pass auf, Thomas, du bist 16 Jahre alt. Das musst du dir wirklich nicht bieten lassen, dass dich dein Stiefvater schlägt. Aber jetzt muss ja jetzt was passieren. Du kannst ja nicht in den nächsten Tagen oder Wochen irgendwo rumhängen und im Park sitzen. Mhm. Was hältst du von dem Vorschlag? Nur wehr mal nicht gleich ab. Wir können ja erstmal drüber reden. Ich sag's nur mal so. Wenn du zu Hause anrufst, erstmal. Pass auf, und deiner Mutter erstmal sagst so und so. Hier ist es kein Unglück passiert. Die könnte ja auch denken, dass du, weiß ich, einen Autounfall hattest oder entführt worden bist oder irgendwas Schlimmes passiert ist.
und sagst ihr, fängst mal am Telefon an, mit ihr zu reden und sagst, wie beschissen du dich da fühlst bei dem und was er mit dir gemacht hat. Ja, ich könnte mal versuchen. Vielleicht. Ich traue mich irgendwie nicht so. Ja, du komm, am Telefon kann dir ja gar nichts passieren. Ja. Schlimmer als es jetzt ist, kann es ja gar nicht mehr werden und kommen. Vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht fällt die ja sogar aus allen Wolken, wenn die mitkriegt, wenn die wirklich mitkriegt, was, wie der dich behandelt. Ja, ich weiß es ja nicht. Also das halte ich wirklich für das Klügste, dass du erstmal vielleicht auch noch jetzt, heute Nacht, weil die wird natürlich in heller Aufregung sein. Glaubst du das auch? Weiß ich nicht genau. Meinst du nicht, dass die sich Sorgen macht? Vielleicht ein bisschen, aber irgendwie. Ich habe auch seitdem wir zusammen sind, auch kaum Kontakt zu meiner Mutter noch gehabt und so. Irgendwie ist alles so komisch. Mhm. Kann aber auch sein, Thomas, ich weiß es nicht, dass das auch ein bisschen an dir liegt. Vielleicht hast du dich auch ganz doll zurückgezogen in der letzten Zeit und hast dich also eingeigelt. Kann ja auch sein. Vielleicht ist deine Mutter aber auch schuld, weiß ich nicht. Ich kenne ja deine Mutter nicht und die Verhältnisse. Du hast ja die Nummer. Logisch, hast du ja die Nummer. Du hast ein Telefon. Und dich kann niemand orten, wo du bist. Also im Moment kannst du es ja wirklich, das ist eigentlich doch eine geniale Möglichkeit, erstmal vorzutasten, wie die Stimmung da ist. Ruf die an, ruf sie jetzt gleich noch an. Und, was hast du denn zu verlieren, Thomas, wenn du jetzt bei deiner Mutter anrufst? Erstmal hast du die Möglichkeit, erstmal finde ich es okay, dass sie sich keine Sorgen macht. Sie weiß, dass nichts Schlimmes passiert ist. Dann hast du die Chance, mit ihr zu reden und ihr das zu sagen. So. Jetzt spielen wir den Fall mal weiter durch. Wenn du den Eindruck hast, das bringt eh alles gar nichts und vielleicht schreit sie dich auch am Telefon an oder irgendetwas, dann geh morgen du alleine zum Jugendamt. Mit 16 Jahren musst du auch nicht mehr zu Hause wohnen. Und wenn das Wohnen zu unerträglich für dich ist, kann das Jugendamt für dich eine Wohnung organisieren, dass du unter Teilaufsicht des Jugendamtes irgendwo eine Wohnung hast. Ich weiß, das ist jetzt alles heavy und krass, was da auf dich zukommt. Aber nur weglaufen und sich im Wald verstecken ist nicht die Lösung. Da musst du jetzt halt noch weiter durch. Und vielleicht löst sich ja alles ein bisschen auf, wenn du mit deiner Mutter gesprochen hast. Das finde ich das Allerwichtigste. Erstmal, Thomas. Hm? Ja, könnte sein. Hättest du denn da jetzt auch Bock zu, die anzurufen? Würdest du es auch machen? Ich mach mich noch ein bisschen. Bitte? Hallo? Ja. Tome? Ich hab dich nicht verstanden. Ich muss mal überlegen. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Pass mal auf. Überleg mal eine halbe Stunde oder so. Und ich mache dir ein Angebot. Du weißt ja, wenn du meine Sendung kennst, dass ich auch immer einen Psychologen hier habe. Das ist heute eine Psychologin. Und wir sagen mal, wir haben jetzt kurz nach eins. Du überlegst einfach jetzt mal, was du machst. Und meine Psychologin, die Annette, die hört jetzt, glaube ich, hoffentlich auch zu, die ruft dich gegen 13:30 an. Und dann könnt ihr gemeinsam, entweder hast du dann schon mit deiner Mutter gesprochen oder noch nicht und du kannst mit der Annette auch nochmal alles beratschlagen, was zu tun ist, auch mit dem Jugendamt, wie man das da alles macht. Ja. Ja, Domian, da muss ich dich aber auch noch verarschen. Was? Ach, das ist natürlich sehr lustig. Das ärgert mich jetzt sehr. Das ärgert mich jetzt sehr. Ich habe ja immer, ich sage ja immer mit der Verarscherei, das ist mir egal, wenn wir uns über lustige Sachen unterhalten. Aber diese Situation, in der der Thomas gerade vorgab zu sein, in der Situation sind ja nun mal leider Gottes immer wieder Jugendliche oder auch Kinder. Und ich könnte kotzen, wenn ich dann so eine blöde Lügerei hier höre. Damit macht man sich nicht lustig über mich. Über mich macht ihr euch nicht lustig, sondern über die, die in dieser Art und Weise betroffen sind. Naja, jetzt ist der Julian dran und Julian ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Julian, was ist dein Thema? Also mein Thema. Und ich hoffe, es stimmt. Ja, es stimmt. Mhm. Also ich will dich nicht verarschen. Mhm. Mein Thema ist, ich bin schwul und habe für Geld Sex mit einer Frau. Für Geld Sex mit einer Frau? Ja.
Was ist das für eine Frau? Das ist eine inzwischen 20-jährige Frau, die ich in einer lesbisch-schwulen Jugendgruppe kennengelernt habe, also auch unter der Voraussetzung, dass sie lesbisch ist, die mal meine beste Freundin war. Ach, die war mal deine beste Freundin sogar? Die war mal meine beste Freundin, ja. Mhm. Und die sich dann Ende 98 mich verliebt hat. Und wir haben ja relativ egal gewesen, weil kann ich, glaube ich, mit umgehen, wenn jemand in mich verliebt ist. Ich kann dann trotzdem eine Freundschaft weiterführen. Nur sie hat es halt einfach nicht verstanden. Sie wurde zudringlich in der Öffentlichkeit. Und wenn ich mit meinem Freund in im Zug sitze und ihr, dann muss sie mir nicht am Bein rumkrabbeln. Also das fand ich ganz furchtbar. Mhm. Bin dann auf Distanz gegangen. Und irgendwann kam es dann dazu, dass sie meinte, ja, und wenn ich dir Geld biete, und ich habe das am Anfang nicht ernst genommen, konnte es nicht ernst nehmen, aber dann stand das halt immer weiter im Raum und ich habe dann halt irgendwann nochmal nachgefragt und so ist es dann zu dem ersten Mal gekommen. Und wie viel Geld gibt sie dir? Also beim ersten Mal waren es 200 Mark. Wow. Inzwischen sind wir bei 400. 400 Mark? 400 Mark für einmal. Wie sieht dieses eine Mal denn dann aus? Was machst du mit der Frau? Also es geht los, indem ich sie halt mit der Hand befriedige. Und das gibt's auch einfach so für 100 Mark. Also das nennt sie dann lieb sein. Das ist dann ganz toll. Sie sagt dann mitten in der Kneipe, du bist heute Abend wieder lieb zu mir und keiner weiß, was gemeint ist, nur ich krieg wieder den Koller. Und das für 100 und dann geht's weiter, dass ich halt mit ihr schlafe. Wobei sie aber bisher erst einmal zum Orgasmus gekommen ist. Wobei ich dann auch nicht verstehe, dass das so viel Geld wert ist, wenn das im Endeffekt nicht wirklich viel bringt. Und jetzt fährt hier gerade die Bahn vorbei. Nee, ich weiß. Das macht unsere Sendung sehr authentisch. So wie die Anrufe am Anfang. Jetzt rauscht es wirklich nur. 400 Mark. Wie lange verwöhnst du denn dann deine Freundin? Also es ist nicht wirklich lange, finde ich. Also für 400 Mark würde ich mehr erwarten. Es geht so anderthalb, zwei Stunden. Naja, immerhin, ne? Ja, immerhin. Ja. Wie oft kommt das vor? Das kommt eigentlich so einmal die Woche vor. Mhm. Vielleicht zwei Wochen mal. Und inzwischen, also sie will sich immer wieder von mir lossagen, weil das ist auch nicht so ganz einfach. Sie ist Schülerin gewesen bis vor kurzem. Hat jetzt ihr Abitur gemacht, so wie ich. Und hat halt dafür das Geld von ihrer Oma fürs Studium genommen. Jetzt habe ich das gerade nicht mehr so ganz genau auf dem Schirm. Wie lange läuft diese Sex für Geld, Geld für Sex-Arie? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre schon? Anderthalb Jahre. Also ich denke... Dann hast du ja schon eine ganze Menge Kohle eingenommen in der Zeit. Also sie behauptet 6.000, ich behaupte so 4 bis 5. Du bist schwul. Ich bin schwul, ja. 100% schwul. 100% schwul. Und wie kriegst du dann immer einen hoch? Das ist gar nicht so schwierig. Ich weiß nicht warum. Also es geht generell nur bei Licht aus. Also sobald Licht an ist, weiß ich nicht, brauche ich eine Sonnenbrille oder so. Aber das haben wir bisher noch nie durchspielen müssen. Aber es geht irgendwie. Ich weiß es nicht. Also. Und was denkst du währenddessen? An was denkst du währenddessen? Ich schiel immer auf die Uhr. Ja gut, aber das ist ja auch nicht gerade animierend, sich zu erregen, ne? Das ist auch nicht animierend, aber ich stelle mir jetzt nicht irgendwas vor. Nicht besonders. Mhm. Ich stelle mir jetzt keine Männer vor oder so. Ich bin halt da hundertprozentig Geschäftsmann in der Situation. Ja, du bist Stricher, ne? So ein bisschen. Muss man dann fast so krass sagen. Das ist wohl wahr. Ja. Hast du einen Freund? Ich habe einen Freund, ja. Weiß der das? Also er weiß, dass man da sowas gelaufen ist, aber dass das im Moment immer noch so läuft, das weiß er nicht. Wie fühlst du dich dabei? Ich fühle dabei gar nichts. Also ich fühle mich jetzt nicht schuldig oder schlecht. Ich verachte sie. Ich verachte sie, aber ich verachte mich nicht auch, wenn ich das logischerweise vielleicht machen müsste. Aber ich verachte sie dafür und mich nicht. Warum machst du das denn? Wegen Geld. Aus keinem anderen Grund. Also ganz klar, klare Aussage. Ganz klare Aussage. Ist für dich eine gute Einkommensquelle? Ja. Ich bin so schnell hast du und alleine. Was würdest du denken, was passiert, wenn dein Freund das erfährt? Also ich denke mir, dass er es ahnt.
Mhm. Weil sie schickt mir dann auch immer ganz tolle Mails, vielen Dank für letzte Nacht und blablabschwall und ganz furchtbar, und er liest dann auch die Mails. Und was sagst du, wenn die schreibt, vielen Dank für die letzte Nacht, dann... Ja, dann erzähle ich ihm einen, ja, wir haben uns lange unterhalten und sie weiß ja, sie liebt mich und er freut sie sich doch immer so drüber. Mhm. Aber es könnte ja sein, dass der, wenn, dann vermutet er vielleicht höchstens, dass da irgendetwas sexuell zwischen euch läuft. Aber der vermutet ja wahrscheinlich nicht, dass sie dich kauft. Das weiß er, dass das schon vorgekommen ist mit dem Kaufen. Und da hatten wir auch heute Morgen noch eine Diskussion drüber. Und er findet es halt ein Armutszeugnis, absolut erbärmlich. Ich kann es auch nachvollziehen. Aber wie weit weiß er denn? Weiß er, denkt er, dass es ein, zwei Mal passiert? Dass es mit dem Bezahlen, meine ich? Er denkt, dass es ein, zwei Mal passiert. Mhm. Und sagt, es ist ein Armutszeugnis für sie und für dich auch? Ja, für mich. Mhm. Also ich denke, an sie denkt er da relativ wenig, weil er sie auch nicht mag. Mhm. So, wenn er jetzt, ich frage nochmal, wenn er das ganze Ausmaß jetzt erfahren würde, das ist ja nun ein Riesenausmaß, wenn das ein paar Mal die Woche passiert sogar. Ja. Was wär dann mit ihm? Also ich denke, er würde mich verlassen. Liebst du ihn sehr? Ja. Ist er das fast das Wichtigste in deinem Leben? Ja. Muss ich noch weiter reden? Ich weiß es ja selber. Weißt du, Julian, wenn du Solo wärst, ja, ist pikant die Äußerung, aber ich sag's trotzdem, wenn du Solo wärst und du bist ein erwachsener junger Mann, ja, das ist ein Job, den gibt's, solange es Menschen gibt, und du das für dich so auf die Reihe bekämst und sagst, okay, ich mach das halt so, dann käme ich da nie mit der moralischen Keule und würde sagen, wie kannst du nur, wenn du für dich das auf die Reihe bekommst. Ich glaube aber, dass viele Leute das für sich auch nicht auf die Reihe kriegen. Ja. Was ja auch noch die Frage ist, ob du es wirklich für dich auf die Reihe kriegst. Du sagst zwar so, ich empfinde keine Verachtung für mich selbst, aber das kann man vielleicht in so einem kurzen Gespräch jetzt hier auch gar nicht so rauskriegen. Aber, dass du auch noch deine Liebe riskierst und beschmutzt damit, das finde ich verwerflich. Das finde ich scheiße. Ich finde das auch scheiße. Mann, wenn du mein Freund wärst und ich würde das irgendwann erfahren, dann würde ich würde nur ausspucken und sagen, komm. Das wäre für mich der Grund zu sagen, nee, Notbremse. Setz dich auf deinen Arsch und verdiene dein Geld irgendwie anders. Ja, es hat sich eigentlich ja jetzt auch erledigt, weil sie ist jetzt für ein Jahr nach England gegangen. Ach so. Aber die kommt wieder. Ja, von mir loskommen. Nur das Problem ist, ich habe heute Morgen meine Post aufgemacht und ein Ticket nach London für Samstag gefunden. Die hat keinen Freund wahrscheinlich, ne? Nein, sie hat keinen Freund. Die ist völlig krank, hysterisch auf dich fixiert, ne? Richtig, ja. Sie hat zwar auch andere Männer für kurze Erfahrungen, aber das scheint ihr nicht zu reichen. Hast du Sorge, wenn du den Schlussstrich wirklich ziehen würdest, dass die dich sogar erpressen würde? Das würde wohl, ja. Das kann sein. Mhm. So, wie willst du weiter vorgehen? Also ich werde auf keinen Fall nach London fliegen. Mhm. Geht gar nicht. Und ich denke mir, wenn wir uns jetzt ein Jahr nicht sehen, ich meine, sie kommt über Weihnachten nach Hause, aber dann müssen wir uns ja auch nicht unbedingt sehen. Du meinst, dann nimmt sie dir schon ein bisschen die Arbeit ab, dich von ihr zu entwöhnen, da sie jetzt in London ist. Richtig. Und sie hat mich auch heute angerufen, was ich ganz toll finde, dass sie mich aus London anruft. Jeden Tag. Und sie hat da sehr viel Spaß und sie hat sich in jemanden verliebt, der ist natürlich auch schwul, aber ist egal. Und ich denke mal, sie wird da irgendwas Neues finden und damit können wir die Sache dann auch beenden. Weiß sie eigentlich, was du denkst, dass es dir im Prinzip am Arsch vorbeigeht? Dass es dir nur ums Geld? Das weiß sie. Ja, also ich bin zum Teil sehr unfreundlich und beschimpfe sie, weil ihr einziger Kick dabei ist eigentlich, wenn es vorbei ist, der Streit ums Geld. Sie gibt mir nie das Geld so, sie fängt immer an zu streiten. Es gibt keins, weil das Einzige ist, wo sie wahre Gefühle von mir kriegt, sagt sie. Und wenn ich dann meine Dienstleistung erbracht habe und sie will nicht zahlen, dann werde ich richtig zickig und dann beschimpfe ich sie, also sehr. Dann wirst du emotional und das sind die wahren Gefühle. Mein Gott, was ist das für ein krankes Luder? Das ist wohl wahr. Mann. Das ist ja doch eine ganze Menge Kohle im Monat. Wenn du die jetzt abrupt nicht mehr hast, kommst du damit zurande? Also es wird hart. Es wird verdammt. Mhm. Haben deine Eltern sich nicht beispielsweise schon mal gewundert, woher du das viele Geld hast? Meine Eltern leben nicht mehr. Ach so, du lebst alleine, oder? Ich lebe alleine und bekomme Sozialhilfe, mehr oder weniger. Mhm. Und das ist nicht wirklich viel.
Ist das jetzt so ein Ding, was sich ergeben hat? Könntest du dir sogar vorstellen, dass du das weitermachst mit anderen? Also mit anderen Frauen nicht, aber mit anderen Männern ja. Also ich sage das nur, was ich gerade gesagt habe. Also ich glaube, man muss sehr, sehr gut mit sich im Reinen sein, um da nicht beschädigt zu werden von einer solchen Tätigkeit. Und du bist auch noch sehr jung, 19 Jahre. Nicht, dass du in 10, 15 Jahren seelisch ein Wrack bist. Jetzt kannst du die Notbremse noch ziehen. Dich zu konzentrieren auf einen Menschen, den du liebst, ist tausendmal toller, letztendlich, dich da zu investieren, als in solche Geschichten. Ich sag's nicht moralisch, wirklich nicht. Ja. Ich sag's, wenn ich mich in dich hineinversetze, was es mit dir macht, was es mit dir tut. Ich glaube, dass so das Selbstverständnis sehr leidet auf Dauer und darunter. Und dir die Sexualität vielleicht sogar kaputt macht. Weiß ich nicht. Es gibt tausend Sachen, die Nebenwirkungen, die man aufzählen könnte. Warum hast du mich eigentlich angerufen? Weil ich habe keine Ahnung. Du auch zwiegespalten bist, oder? Ja, irgendwo ja. Mhm. Gut, jetzt habe ich dir meine Meinung gesagt. Und das entscheidende Argument finde ich, wenn ich das mal selbst so bewerten darf, mit deinem Freund. Ja. Das ist das entscheidende Argument. Die Liebe ist das Allerwichtigste. Alles andere ist scheißegal. Das stimmt. Lieber Julian, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ich gebe euch jetzt nochmal meine Telefonnummer. 0800 567 8111. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Und eine kostenfreie Faxnummer haben wir auch. Wir haben uns nicht lumpen lassen für euch, ihr merkt das schon. 0800 567 8110. Jeden Abend sind diese Nummern hier umsonst. Und diese Nummer hat auch gewählt Silke. Und Silke ist 31 Jahre alt und jetzt hier bei mir. Guten Morgen. Guten Morgen. Silke. Ja. Eine 31-jährige junge Frau. Genau. In tiefer Nacht verbunden mit Domian. Ja. So wollen wir das. Was ist dein Thema? Mein Thema sind diese Dating-Lines. Also nicht diese professionellen Telefonsex-Lines, sondern die man in Anführungszeichen als Kontakt benutzen kann. Das ist ja wirklich verrückt. Eine gewisse Erfahrung habe ich halt nach all den Jahren hier, dass ich schon in den ersten Sekunden so ein Timbre in der Stimme bei Frauen merke, wo ich denke, jetzt geht's irgendwo, irgendwas kommt jetzt zum Thema Erotik. Und so war es bei dir auch gerade. Ja, es ist so. Dating-Lines. Also Dating, was ist Dating-Line? Erklär es uns, die wir mit solchen Dingen nicht vertraut sind. Also das sind die 0190er-Nummern schon. Mhm. Ne? Also wo man immer, wenn man nachts einsam vor dem Fernseher hockt, diese Nummern hat. Grauenhaft. Genau. Und am tollsten Männern finde ich, ruft mich an mit schön dekorierten Frauen da in der Gegend. Ja, wobei, das ist ja noch die ausgefallene Reklame, ne? Wenn die eine Frau schreit, ruf mich an! Ja, und genau auf so einer Nummer, das ist halt eine Datingline, da sagt man, da kann man Bekanntschaften machen. Ja. Ne? Ist ein bisschen, sag ich mal in Anführungszeichen, getarnter, weil es läuft wohl dasselbe ab. Aber du bist jetzt nicht professionell, ne? Nee. Du bist eine von den Glücklichen, weil Frauen dürfen da umsonst anrufen, ne? Wir dürfen da umsonst anrufen. Wie ungerecht eigentlich. Ich bin demnächst auch Gabi und rufe da an. Hallo, hier ist Gabi. Auch, ich glaube, es gibt da auch Männer, die das so probieren. Das glaube ich. Gut, du bist dann in dieser Line drin. Was passiert denn da? Also es gibt unterschiedliche Lines und ich habe eine Line, wo man ein Intro einsprechen kann und die Männer halt auch ein Intro einsprechen können. Und dann kannst du abhören, wer zu dem Zeitpunkt da ist, anwesend ist und gucken, ob du Bock hast, mit dem zu sprechen. Mhm. Genau. Und da haben natürlich diese Betreiber von der Line was von, weil du hältst die Männer dann in der Leitung. Ne? Die haben ja diese Nummer gewählt und müssen dafür zahlen. Ja. Ja. Wie oft passiert das? Täglich? Also ich muss sagen, es hat sich bei mir ziemlich gemäßigt, weil es war mal ziemlich schlimm. Und ich muss sagen, es hat wohl ein Stück weit in Sucht ausgeartet, wo ich auch dann meinen Sex ausgelebt habe, ganz heftig. Also immer am Telefon, wie langweilig eigentlich? Nee. Ach nee, das hat sich dann, du hast dich dann auch real mit denen getroffen. Ich habe mich dann real mit denen getroffen. Gehen wir nochmal auf diese Leitung zurück. Ja. Wenn du die dann sprichst, da diese Männer, geht das direkt zum Thema Sex oder spricht man auch übers Wetter, über Politik oder über die Olympiade? Also es kommt drauf an, du musst ja ein Intro einsprechen und ich sag mal, man kann ja mehrere Briefkästen haben. Ich hatte zum guter Schluss mal irgendwann 4. Bin aber immer mit einem sehr provokanten reingegangen. Nämlich? Darf man das hier sagen? Ich weiß es. Ach, wir sagen es jetzt einfach mal. Sag mal.
Also, wenn nicht, dann pfeife ich. Ja, mollige Frau aus der Nähe von Mainz sucht einen großen geilen Schwanz zum Punkt. Na, okay, das schneiden wir gleich raus. Ja. Ja, und da springen dann die Männer drauf an. Ja, also ich sag mal, es war viel Provokation dahinter auch. Es gibt Männer, die kommen dann und sagen, ich wundere mich, wie groß dann doch Schwänze sein können. Mhm. Weil da muss eine Norm von 20 Zentimeter vorliegen, was ich nicht glaube. Mhm. Aber es gibt auch Männer, die das durchschauen und dann kannst du wirklich auch am Anfang ein Gespräch führen, wo klar ist, dass es dann doch auf ein Date wahrscheinlich hinausläuft und man sich dann vergnügt, sag ich mal. Mhm. Und du bist eine mollige Frau. Ich bin eine mollige Frau. Das wie, wie mollig bist du denn, Silke? Wie dick oder wie schwer? Wie dick? Will also ich nicht sagen. Schwer, ich habe gut und gerne über 90 Kilo. Naja. Boah, es ist schon einiges. Ja, aber ich dachte jetzt 140 oder sowas. Ich sag mal, ich bin im normalen Leben eine ziemlich verschüchternde Frau und das Telefon ist ein unheimlich gutes Medium, um da Kontakt zu bekommen. Du wirkst absolut professionell, ich merke das schon. 90 Kilo, bei welcher Körpergröße? 1,65. Wie lange hast du das denn gemacht eigentlich? Angefangen 97 bin ich auf diese Lines aufmerksam geworden, war auch ziemlich verschüchtert und dann habe ich gedacht, das ist so mein Ding und dann irgendwann wurde es halt Routine, sage ich mal in Anführungszeichen, oder es war halt auch immer spannend, jemand Neues kennenzulernen und so auch die Beweggründe zu erfahren, warum jemand da drauf ist. Warst du in dieser Zeit berufstätig? Ja, also es fing so an, dass ich dann, ich denke es war irgendwann dann Sucht, ne? Ich war auch allein. Das heißt immer abends, wenn du von der Arbeit kamst, schnell was zu essen gemacht und dann ans Telefon? Sofort. Mhm. Sofort. Wie viele Männer hast du denn, es gibt zwei Fragen bezüglich der Anzahl. Erstmal, was meinst du, mit wie vielen Männern du gesprochen hast in all den drei Jahren jetzt? Ja. Wie viele Männer, mit wie viel hast du geredet? Unzählig. Also ich kann es nicht sagen. Wenn ich da jeden Abend drauf bin, dann hast du auch jeden Abend mit jemandem mit Sicherheit mal ein Gespräch. Und mit wie viel hast du dann dich real getroffen? Das habe ich. Ich kann das schlecht in Zahlen festmachen. Ich würde mal sagen, seit anderthalb Jahren ist es sehr gemäßigt bei mir und wenn es vorher ziemlich wild war, dann waren es sicher 80 bis 100 Männern. Insgesamt, in der gesamten so Zeit? Im Schnitt, ja. Mhm. Und wenn du dich mit denen dann real getroffen hast, aber das muss ja dann auch ein Zufall sein, dass die genau in deiner Umgebung dann gewohnt haben. Das ist doch gar nicht... Doch, das war eine Datingline, die auf die Gegend festgesetzt war. Ach so, das gibt es, ja, genau. Mhm. Genau, das war eine, die schon auf die Gegend festgesetzt war. Wenn du dich dann mit denen getroffen hast, das war dann die reine, schnelle Nummer, oder? Es ist, ja doch, meistens so drauf hinausgelaufen. Einmal oder hast du mit dem einen oder anderen noch ein bisschen länger Kontakt gehabt? Also am Anfang waren es wirklich nur One-Night-Stands. Mhm. Dann habe ich irgendwann auch gemerkt, das ist nicht das Ding, das macht mich völlig fertig, weil... da fehlt dir irgendwas. Mhm. Ne? Die sagen ja dann auch, in Anführungszeichen, ich melde mich und so. Mhm. Ja. Die haben aber einfach das einmalige Abenteuer gesucht. Mhm. Und da habe ich halt für mich gemerkt, das ist einfach scheiße. Mhm. Und ich sag mal, jetzt habe ich so meinen kleinen Harem. Du hast einen kleinen Harem? Ja. Ein Männerharem. Und alle haben große Penisse? Nein. Nein, das ist wirklich das nicht. Das muss nicht unbedingt dann doch nein. sein. Nein, nein. Nein, das ist es. Wie groß ist denn dein Harem? Ich sag mal so 6-7 Männer, ja. Und die hast du so im Telefonbuch stehen? Nee, also es ist einfach auch ziemlich problematisch, weil auch viele gebundene Männer da sind oder Männer, die anonym bleiben und sich dann einfach nur bei mir melden. Ach so, du kannst also nicht, aber du kannst, wenn doch, die dann... Ich hab schon Kontakt mit denen, aber die rufen mich dann eher an und fragen, hast du Zeit? Wissen die? Ja, wissen die voneinander auch? Nee. Die wissen von meinem wilden Leben schon. Also da rede ich auch ziemlich offen mit drüber. Ach, das ist denen egal? Ja. Manche fragen mich auch mal danach. Andere ignorieren es. Die reden da nicht drüber und das ist dann so. Lädst du denn auch schon mal 2-3 auf einmal ein? Nee, das ist noch nicht vorgekommen. Leider. Ist doch mal eine Idee, ne? Ja, die Fantasie hatte ich schon, aber ich muss sagen... Pfui, was sage ich hier wieder alles? Ist eine Fantasie, die man als Frau gern ausleben wollte. Als Mann möchte man ja wahrscheinlich andersrum. Ja, oder auch nicht, ne? Also, ja, genau, je nachdem, wie man klar. Na, vielleicht auch mit 2 Männern halt. Ja, ich gehe mal fest davon aus, dass du, ich hoffe es, dass du nicht in festen Händen bist. Nein, bin ich nicht. Das wäre jetzt der Knaller gewesen, wenn du gesagt hättest, ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Oh Gott. Ja, dafür habe ich auch ein Stück weit Schiss. Ich weiß nicht, inwieweit ich dieses Leben, was ich jetzt führe, beenden wollte. Und weil
Ziel ist ja schon mal irgendwann einen Mann zu haben und vielleicht ja. eine Familie zu gründen oder so. Das also so lustig und locker das ist jetzt, darüber so zu reden. Silke hat einen Harem und hat da schon 100 Männer vernascht und so. Ist das wirklich jetzt auch diese Form, wie du jetzt, die du jetzt gewählt hast, ist das nicht eigentlich auch äußerst öde? Es ist ja nur reduziert auf den puren Körper. Es ist ja nur Sex. Da ist ja keine Innigkeit, keine Zärtlichkeit, nichts ist da ja bei. Also ich sag mal schon, sonst hätte ich diese Männer nicht. Ne? Ja, aber doch nur für den kurzen Moment. Ne? Letztendlich bist du denen völlig Schnuppe, wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Ja, wahrscheinlich schon. Mhm. Aber ich sag mal, also für mich ist es besser. Ich habe wirklich irgendwann jeden Tag einen anderen Mann gehabt. Das höchste war mal 3 Männer hintereinander an einem Tag. Und das war für mich scheiße. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, probier es mal andersrum. Und ich sag mal, mit den meisten habe ich jetzt zum Teil bis über 2 Jahre schon Kontakt. Mhm. Und das finde ich gut, weil wir reden ja nicht, wir liegen nicht nur, kommen rein, ziehen uns aus und hops im Bett. Weil das könnte ich auch nicht. Also wir sprechen schon auch noch. Wie lange redet ihr denn, bis dann die Hosen ausgezogen werden? Das ist unterschiedlich. Also das ist ja total unterschiedlich. Kommen die immer zu dir? Ja. Ja. Hast du nicht Angst auch, dass da mal irgendwas passieren könnte? Die Angst ist mit Sicherheit begründet, aber da sage ich immer, dass ich noch ein Glückskind bin. Klar, man kann sich nicht auf sein Glück berufen. Bist du denn jetzt aufgrund deines Harems, den du hast, ich weiß gar nicht, ob man das bei Männern auch sagen kann, aber wahrscheinlich gibt es gar kein Wort dafür, ganz aus diesen Dating-Lines raus? Nein, also das Schlimme ist, das Schlimme ist nicht, ich bin noch immer jeden Abend auf dieser Line. Ich benutze es jetzt, ich sag mal, es gibt Leute, die können mit einem guten Buch einschlafen, ich kann mit dieser Line einschlafen. Mhm. Ich bin 10 Minuten auf dieser Line und bin dann am Pennen. Ich mach das auch meistens wirklich dann kurz vorm Schlafen, weil ich weiß, dann bin ich bevor jetzt nochmal aufzustehen und rauszugehen. Gibt es denn, wenn du mal nicht einschläfst, auch ab und zu dann Telefonsex in diesen Leitungen? Das kommt auch vor. Das kommt auch vor. Ja. Macht dir das auch Spaß? Mir macht Spaß, ja. Aber ich finde es schlimm, was ich auch sagen muss. Ich habe mitbekommen, welche Wirkung meine Stimme hat. Ja. Und die verbinden damit ein Traumbild, wo ich dann meistens auch Schiss habe, mich mit denen zu treffen. Mhm. Aber du sagst gleich, ich bin ein bisschen mollig. Ja, am Anfang habe ich das nicht gesagt. Und wenn ich dann gesagt habe, im Gespräch, ich bin mollig, da habe ich dann... man sagte mal, eine Null ins Ohr gedrückt bekommen, dann hat er jemand anderen im Gespräch gesucht. Ne? Mhm. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, nee, das tust du dir nicht an. Mhm. Also die müssen wissen, wie du ausschaust oder müssen wissen, dass du mollig bist, sonst hat keinen Bock. Dieser Harem, den du da hast, was sind das für Männer? Sind die in deinem Alter? Du, das ist ganz unterschiedlich. Also der Jüngste ist 24 und der Älteste ist 47. 47. Teilweise solo, teilweise in Familien gebunden, alles. So, also gebunden, Workaholic, die keine Beziehung suchen. Ja, einer, der vielleicht mal Abwechslung sucht. Mhm. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt schon, was mag Silke wohl beruflich machen? Eine Frau, die so lebt, welchem Beruf geht sie nach? Ist sie Fleischer Fachverkäuferin? Ist sie aus einem Büro? Ist sie Lehrerin vielleicht? Nee, ich bin im öffentlichen Dienst. Im öffentlichen Dienst? Ja, aber in einem Job, wo ich mit Menschen zu tun habe, nicht in der Sicht, aber ich bin im Sozialamt. Habe ich verstanden, ist im? Sozialamt. Im Sozialamt, das heißt Publikumsverkehr auch. Ja. Aber da sprichst du keine Männer an. Nee, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, da würdest du deinen Job riskieren, das ist klar, das darfst du nicht machen. Nee, ich würde auch nie einen Mann ansprechen, also deshalb, ich bin da nicht, draußen bin ich nicht. Also bei aller Spaßhaftigkeit und Leichtigkeit, die wir jetzt hatten in dem Thema, du hast ja auch eine Andeutung gemacht, dass das mal fast für dich auch oder ein Suchtverhalten war. Das war Sucht, ja. Und du aber davon wieder weggekommen bist und dich jetzt eigentlich so ganz wohlfühlst, wie du lebst, aber als Perspektive schon auch hast, dich vielleicht mal wirklich zu verlieben und auf einen Mann zu konzentrieren. Ja, das ist mir auch schon mal passiert bei diesen Männern hier und es war mir klar, dass das keinen Sinn hat, ja. Sich in die zu verlieben? Ja. Gut, das hätte ja auch sein können, dass dann doch mal der eine bei wäre, den du dann findest. Vielleicht bin ich dann auch zu mutlos, da die Initiative zu ergreifen. Und das war gerade bei jemandem, der auch gebunden war. Und ich habe keinen Bock, jemanden da irgendwo was reinzumischen. Gehst du dann auch noch aus in Kneipen oder so, um auch auf andere Wege Männer kennenzulernen? Ab und an, aber ich denke, ich komme ziemlich arrogant rüber, weil ich ziemlich unsicher bin. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch. Ja, das kann sein, dass du jetzt am Telefon eine ganz andere Rolle hast und da sehr professionell wirkst. Aber Traum ist auch mal eine große Liebe und vielleicht sogar eine Ehe und eine Familie zu gründen.
Ja, größter Traum ist Kind und dann kommt ja vielleicht auch ein Mann noch dazu. Naja, toll ist natürlich, wenn man erstmal die große Liebe hätte, ne? Mhm. Aber ich sag mal, ich hab das so verkorkst kennengelernt, so mit diesem Sex in Anführungszeichen. Mhm. Meine Freundinnen, die das wissen, die das ich mache, die sagen immer, sie können das überhaupt nicht mit einem Mann ins Bett steigen, den sie nicht lieben. Hast du denn eigentlich immer einen guten Orgasmus dabei? Nee, mit Männern habe ich kaum einen Orgasmus. Wie mit Männern? Mit Frauen denn? Nee, nur mit mir selber. Wie, du gehst mit diesen ganzen Männern ins Bett und hast einen Männerharem und hast mit denen keinen Orgasmus? Nein. Das sagt sie mir jetzt am Ende unseres Gesprächs. Aber warum gehst du denn mit denen überhaupt ins Bett? Ich finde das geil. Ja, aber ist es nicht noch geiler, wenn du nun dieses dann auch noch mit denen hättest? Ja, doch, wäre wahrscheinlich noch geiler. Woran liegt das? Kriegen die Jungs was nicht gebacken bei dir? Kann sein. Wie alt? Du hast noch kein einziges Mal bei den 100, ich sag mal 100 Männern, die da waren, hat dich keiner zum Orgasmus gebracht? Nee, das Gefühl habe ich nicht, nee. Das ist ja abgefahren. Mhm. Aber ja, ich möchte noch mal eine Warnung loswerden. Also so, diese 190er-Nummern sind wirklich schweineteuer für die Männer. Ja. Das auf jeden Fall. Da möchte ich gerne auch warnen, weil das ist wirklich Haufen viel Kohle, was man da verlieren kann. Ich habe die übelsten Geschichten hier schon gehört, dass die Riesenschulden hatten, die Männer. Mhm. Ja, also da müssen die schon aufpassen. Und darf ich dich auch noch was fragen? Ja, klar. Spielst du diesen Männern denn, ich komme jetzt nicht von dem Thema weg, oder? Von ja. Spielst du den Männern denn einen Orgasmus vor? Nein. Hm. Also jetzt, ich weiß jetzt alles, was ich dir wünsche. Ich wünsche dir eine super Liebe, einen ganz tollen Mann, und der dich dann aber auch zum Orgasmus bringt. Das wäre klasse. Und den, ja, und daraus möge dann eine große Liebesbeziehung und vielleicht eine tolle Verbindung entstehen und ein Kind. Ja. Ne? Das wär's doch. Ja, das wär's. Und wenn du mal alt und grau bist, vielleicht so 93, dann erzählst du deinen Urenkeln, wisst ihr, was ich damals alles gemacht habe? Oh ja. Da schlagt ihr braven kleinen Kinder jetzt aber um. So wird's, kommen, Silke. Ja. Du merkst, ich wünsche dir auch noch ein sehr langes Leben. Dankeschön, dir auch. Nett, mit dir gesprochen zu haben. Alles klar. Alles Gute. Tschüss, Silke. Tschüss. Hui, 1:37 Uhr. Jetzt haben wir ein bisschen überzogen, was unsere Pause angeht. Ihr mögt es mir verzeihen. Jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Uhr 38, 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, hier jetzt live in der tiefen Nacht, dann könnt ihr mich anrufen. Kostenfrei in Köln 0800 5678 111. Und ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Bitte vergesst eure Telefonnummer nicht, wenn ihr mir faxt, damit wir euch dann zurückrufen können. Sonst kommen wir ja nicht in Kontakt. Also die Faxnummer nochmal 0800 5678 110. Hier ist René, 20 Jahre. Und hier ist Domian. Hi René. Hallo. Oh, nee, ich bin 17. Ach, du bist 17? Ja. Jetzt habe ich dir schon zum alten Sack gemacht. Ach, das ist noch in Ordnung. Mando. Also René, ja. Um was geht's? Ja, es geht wie bei deinem zweiten Anrufer auch um Homosexualität. Ich bin auch schwul. Mhm. Und ja, erstmal für alle, die vielleicht jetzt zufällig zuhören, um mich glauben zu erkennen. Leute, ich bin es. Die jahrelangen Spekulationen sollen ein Ende haben. Mhm. Ja, ich könnte jetzt eine Menge erzählen. Hauptsächlich habe ich angerufen, weil ich bin im Moment total verschossen. Ja. Und ich rate mal in einen Mann, einen Typ. Ja, genau. Du
hast bisher fast. Und ich weiß absolut nicht, wie ich an ihn rankomme. Ich hoffe, dass dieser junge Mann, sofern es ein junger Mann ist, ist er ein junger Mann? Ja. Ja. Homosexuell ist? Ja, ist er zum Glück. Ja, ist er? Ja. Weil es ist ja eine weit verbreitete, traurige Krankheit bei vielen Schwulen, sich gerne mal in Heterosexuelle zu verlieben. Das ist mir auch passiert. Ist dir auch schon passiert in deinem jungen, schwulen Leben? Es war heftig, ja. Und das ist wahrscheinlich traurig ausgegangen. Sehr traurig, ja. Ich habe ziemlich lange hinterher getrauert und es hat nicht sollen sein. Ne? So, aber der Neue ist nun schwul. Der Neue ist garantiert schwul, ja. Das ist schon mal ein Trost. Was machst du? Bist du Schüler oder Lehrling? Schüler. Ich bin Schüler. Hm. Lebt er? Geht er auch bei dir zur Schule? In deine Schule, oder? Es war mal so. Also er wohnt halt im nächsten Ort. Ja. Und es gibt ja diesen Kooperationsunterricht. Er kam dann halt im letzten Schuljahr, hatte er Unterricht an meiner Schule. Mhm. Das hat sich dieses Jahr leider geändert, sodass ich die Hoffnung aufgeben musste, ihn wenigstens an meiner Schule irgendwie näher kennenzulernen. Wie nah kennst du ihn denn eigentlich schon? Ja, es ist nicht sehr nah. Ich habe ihn erst zweimal getroffen, also flüchtig getroffen. Flüchtig getroffen? Ja, genau. Und wir hatten auch Blickkontakt beide Male. Ach, ich habe gar nicht miteinander geredet. Nein. Woher weißt du, dass der schwul ist? Er hat in einer Schülerzeitung von seiner Schule aus ein Interview gemacht. Also er hat die Fragen beantwortet zum Thema Homosexualität und hat halt... Ach so, hat sich da geoutet? Mehr oder weniger. Mhm. Und das war halt letztes Jahr, da bin ich halt auch schon auf ihn aufmerksam geworden. Mhm. Da waren halt auch Fotos drin und ich denke auch, ja, ist ja ein ganz niedlichen. Hab das aber dann verworfen, weil ich dachte, mein Gott, du siehst ihn sowieso nicht und keine Ahnung. Ja, und dann kam es jetzt mal so, dass ich ihn mal getroffen hatte so in der Stadt. Ich habe ihn auch gleich wieder erkannt und jetzt ist es total um mich geschehen und ich weiß nicht, was ich tun soll. Also nee, was machen wir jetzt? Das müssen wir schnell handeln. Ja. Du bist verliebt. Auf jeden Fall. Aber nur oberflächlich erstmal. Ja, ne, klar. Das ist ja noch nichts Tiefes, weil du ihn gar nicht kennst. Vielleicht ist er ja ganz doof. Genau. Kann ja sein. Eben. Manche, die hübsch sind, die meisten Hübschen sind doof. Ja. Habe ich so die Erfahrung gemacht. Das wäre schade. Aber manch einer findet ja einen hübsch, den jemand anderes dann wieder nicht hübsch findet. So, er wohnt wie viele Kilometer entfernt von dir? 8 ungefähr. Also eine Kleinigkeit. Ja. Weißt du irgendwas über ihn? Wo er so verkehrt? Ob er im Sportverein ist oder irgendeinem Club oder irgend sowas? Das Einzige, was ich weiß, also auch aus dieser Schülerzeitung, ist, dass er regelmäßig angeblich eine Schwulen- und Lesbengruppe besucht. Allerdings habe ich jetzt wiederum durch eine andere Bekannte erfahren, die ich auch letztens erst kennengelernt habe, dass er sich dort auch nicht mehr aufhält. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Also es gibt keinen Anhaltspunkt, wo du ihn so mehr oder weniger zufällig treffen könntest. Nein, ich muss immer auf den Zufall hoffen, mhm, dass er nochmal in der Eisdiele sitzt, wo ich ihn beim ersten Mal getroffen habe und in der Supermarktkette deren Namen. Ja, das ist mühselig. Das kann ja ewig, da kannst du alt und grau werden. Ja. Weißt du denn, er ist noch auf dieser Schule im Moment? Ja, er ist jetzt gerade in der 13. Ja. Es ist das letzte Jahr. Mhm. Und du weißt nicht, wo er wohnt? Ich weiß halt nur, dass er in dieser Stadt wohnt. Aber du weißt den Namen? Den Namen hast du schon mal in dem Telefonbuch nachgeblättert? Ja. Und da stehen jetzt, okay, es ist nicht wahnsinnig schlimm, es stehen 5 Leute. Ach, da haben wir doch schon die Möglichkeit. Jetzt rufst du morgen, wenn du in guter Stimmung bist, morgen am Nachmittag, machst es dir schon bequem zu Hause und rufst du diese 5 Leute an und fragst, könnte ich den Dingsbums mal sprechen? Daniel heißt. Daniel, könnte ich den Daniel mal sprechen? Und dann sagen die, hä, Daniel gibt's bei uns nicht. Und dann sagst du, Entschuldigung, mich falsch verbunden. Und das geht ja ganz schnell, dann wird irgendeine Stimme sagen, ja, Daniel ist nicht zu Hause. Oder seine Stimme sagt, hier, Moment mal bitte. Und dann rutscht dir erstmal dein kleines Herz in die tiefste Hose, die es überhaupt gibt. Genau. Ob du es glaubst oder nicht, den Tipp haben mir nämlich Freunde auch schon gegeben, aber ich bringe das, glaube ich, nicht. Doch, du hast es schon gebracht, dir jetzt im großen Westdeutschen Rundfunk anzurufen und dich über eins live zu outen. Ja, nicht schlecht. Nein, ist das schon mal. Dann wirst du auch diesen kleinen, süßen Daniel über ein normales Telefon anrufen und ihm sagen, pass auf, ich bin René. Ich habe das gelesen damals. Ich fand es ziemlich gut. Er würde dich gerne mal kennenlernen. Können wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen? Ja. Zack, zack, zack. So geht das. Ja. Nicht zögern und vorsichtig. Was hast du zu verlieren? Du hast überhaupt null zu verlieren, René.
Ja, doch. Ich habe immer, also ich finde, es ist immer so eine ganz komische Situation, dass er irgendwie denkt, oh mein Gott, was ist das für einer, ruft hier an und kennt mich überhaupt nicht und weiß ich nicht. Ja, aber so geht's ja im Leben manchmal, dass man jemanden sieht und der gefällt einem und dann muss man irgendwie Kontakt aufnehmen. In der Kneipe ist es ja ganz genauso. Ja, stimmt eigentlich. Du kannst ja, musst ja nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, du kannst ja erstmal über das Interview dich unterhalten. Oder, weiß ich jetzt, über diese Schwulengruppe, die er da mal mitgemacht hat, da würdest du vielleicht gerne auch mal hingehen. Irgendwas, du kannst ja ein bisschen plaudern, ein bisschen nicht auf den Mund gefallen, wie ich höre. Ja. Ja, René, so geht das. Andere Möglichkeit weiß ich nicht. Die Alternative ist, du wartest und wartest und wartest und wartest und währenddessen hat der sich dann verliebt und dann kommst du nie. Ja, das geht auch noch. Ich meine, die Gefahr besteht ja auch, dass der längst in festen Händen ist. Ja, ne? Eben. Stimmt. Aber das ist so blöd, ich weiß so gut wie gar nicht. Ja, aber dann, jetzt hast du die Chance, nähere Informationen zu bekommen. Und wenn du das erfährst, dass der in festen Händen ist, kannst du ihn dir auch im Kopf schlagen. So rennst du mit diesem Traum durch die Welt und vertrödelst wichtige Zeit, die du vielleicht anders nutzen könntest. Stimmt. In diesem Sinne, toi, toi, toi. Ja, vielen Dank und Kompliment an deine Sendung. Mach weiter so und Appell an alle Schwulen da draußen, outet euch, ihr könnt stolz sein. Ja. Es ist echt cool, ich weiß nicht. Es ist was Besonderes, es hat nicht jeder und... Na gut. Versteckt euch nicht, Leute. Nein, raus mit euch. Genau. In die Welt und ins Leben. Und du jetzt aber auch morgen, ne? Ja. Morgen oder übermorgen, mal schauen. Nein, morgen, nicht übermorgen. Na gut. Was hat meine alte Tante Käthe immer gesagt, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja, stimmt, den Spruch habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Tschüss, René. Ja, okay, tschüss, Domian. Birgit, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Birgit, was ist dein Thema? Ja, ich rufe an anlässlich einer Sendung vor 2 Wochen zum Thema Ich schockiere bzw. provoziere. Ja. Und da hat es einen Anrufer namens Lars, der gerne mit seinem Fahrstil provoziert. Mit seinem Fahrstil, was mich sehr wütend gemacht hat. Mhm. Der mich eben auch bzw. sehr betroffen gemacht hat, weil... Das war, glaube ich, ein Lastwagenfahrer. Ja, genau. Ne? Und der immer volle Kanne brettert und über Rot sogar über Ampeln fährt. Ja, und sowas mache ich eben nie, beziehungsweise habe ich eben nie gemacht. Ich habe auch immer versucht, meine ganzen Mitfahrer, beziehungsweise wenn ich bei jemandem mitgefahren bin, den Fahrer zur Vernunft zu bekommen. Mhm. Aber ja, mir ist dann eben vor einem Monat ein Autounfall passiert. Warst du selbst Fahrerin oder Beifahrerin? Ja, ich bin selbst gefahren, allein. Und warst du schuld? Das ist noch nicht geklärt, da kommt dieses Jahr noch der Prozess. Was war denn das für ein Unfall? Wie hat der sich denn ergeben? Ja, ich bin nachts auf der Landstraße gefahren, ungefähr 80, schätze ich jetzt. Und ich habe das Fernlicht nicht angehabt, weil ein paar hundert Meter vor mir ist ein anderes Auto gefahren. Mhm. Und dann sind mir 3 junge Fußgänger entgegengekommen. Und einer davon war ziemlich weit auf der Straße und ich habe sie eben zu spät gesehen und wollte danach ausweichen, aber in der Innersten habe ich ihn dann noch erwischt. Mhm. Und wie schwer verletzt ist er? Er war sehr schwer verletzt, weil er ist am nächsten Tag in der Früh gestorben. Mhm. Machst du dir Vorwürfe? Anfangs sehr stark, aber dann haben also meine Eltern und auch viele Freundinnen von mir haben mir also ziemlich geholfen, indem sie ihm dann auch immer wieder gesagt haben, dass, ja, weiß nicht, dass es irgendwie Schicksal war oder so. Mhm. Es kommt halt dann doch ab und zu mal wieder hoch, vor allen Dingen so ein paar Bilder, die sich im Kopf festsetzen. Mhm. Ja, vielleicht zum Gedanke, hätte ich das gemacht, dann wäre das nicht passiert, oder? Ja, vor allen Dingen, ich war an dem Abend schon daheim, aber ich bin dann nochmal losgefahren. Mhm. Also ich war mit einer Freundin unterwegs und die hat mich dann heimgefahren. Und dann habe ich aber was vergessen und wollte nochmal zurückfahren und dann ist es eben passiert. Mhm. Ja. Hast du mit den... Wie alt war der Mensch, der gestorben ist? 17 Jahre. Mhm. Hast du mit den Angehörigen Kontakt gehabt? Ich nicht. Meine Mutter hat mit ihnen telefoniert. Also meine Eltern haben mir ziemlich unter die Arme gegriffen in der ganzen Sache. Mhm. Und ich war dann auch auf der Beerdigung. Mhm. Das war, glaube ich, das Allerschlimmste überhaupt. So direkt jetzt noch nicht. Nein. War dieser Junge alkoholisiert auch? Hat die Fahrerin, die vor mir gefahren ist, haben wir gefunden. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie ausgesagt hat, aber angeblich, dass sie den eben auch schon beinahe zusammengefahren hat und dass die ziemlich rumgetorkelt sind. Also ich habe keine Ahnung, die haben natürlich Bluttests bei mir und bei ihm gemacht und ja. Ich vermute schon. Mhm.
Ja, das stelle ich mir schon auch doch sehr belastend vor, wenn einem sowas passiert ist und ja, auch wenn die Schuldfrage nicht so geklärt ist. Und du hast Bezug gerade genommen auf diesen Lars, ne? Ja. Warum eigentlich? Ja, weil du hast ja, du bist ja... Ich weiß nicht, das hat mich schon früher schon immer gestört und jetzt eben noch in viel größerem Maß. Ich kann es auch nicht begründen, aber es ist einfach, es ist doch Wahnsinn, wenn man irgendwie mit seinem eigenen und vor allem noch mit dem Leben anderer Leute spielt. Das kann man nicht machen. Bist du denn vorschriftsmäßig gefahren, was die Geschwindigkeit betrifft? Also wenn ich mich richtig erinnere, bin ich sowas um die 80 gefahren. Und wie viel durfte man da fahren? Ja, Landstraße 100. 100, Ja, du hast es jetzt am eigenen Leibe erfahren oder bist halt involviert in so ein tragisches Geschehen. Ja. Und er hat geredet und gelabert und gelabert und mir platzte ja damals wirklich der Kragen, weil ich immer sage, ja, du gefährdest... Ja, auch. Ich bin vom Fernseher gehackt und habe nur noch geschimpft. Das heißt, dieses ganze Verfahren läuft jetzt noch im Moment? Ja. Ja. Hast du Angst auch vor dem Richterspruch? Nein, also das war mir von Anfang an eigentlich ziemlich egal. Also wir waren jetzt auch beim Anwalt und der hat gemeint, es wird nach Jugendrecht verhandelt. Und also das Schlimmste, was mir passieren könnte, sind Sozialstunden und Führerschein im Zug. Ja, ich meine gar nicht letztendlich, was dir als Strafe drohen könnte, sondern einfach die Feststellung der Wahrheit, sofern so etwas so festgestellt werden kann. Wenn gesagt wird, du bist schuldig, hast du Angst vor dieser Formulierung? Weniger, weil eigentlich ist es ja auch ziemlich abstrakt, diese ganze Rechtsgeschichte. Ja. Zum Beispiel darf man ja auch bei Nacht nur so schnell fahren, dass man innerhalb des Ablendlichtkegels anhalten kann. Und es ist irgendwie auch in die Realität schlecht umsetzbar. Also insofern wäre das dann sowieso mehr oder weniger Auslegung von irgendwelchen Paragraphen. Hast du dich seither wieder in ein Auto gesetzt? Nein, morgen ist die große Premiere. Morgen? Das Auto war eben auch ziemlich kaputt und dann hatte ich auch gar keins, mit dem ich fahren kann. Und ich wollte dann auch nicht mit einem fremden Auto fahren oder so. Also morgen kriege ich ein neues und dann schaue ich mal, wie das geht. Hast du Angst vor der ersten Stunde? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also die letzten Tage war es dann so, dass ich mich eigentlich schon ziemlich drauf gefreut habe, wenn ich wieder ein Auto habe. Aber so ab und zu, wenn ich dran denke, in einem Auto sitzen... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen. Sagst du nochmal genau, wie lange dieses Unglück jetzt zurückliegt? Ganz genau? Das war Ende Juli. Am 29. 29. Juli. Was ja auch noch nicht so sehr lange ist. Nein. Ich wundere mich, dass du doch recht locker bist, Birgit. Ja, ich sitze jetzt hier und sitze am ganzen Leib. Ja, ich habe auch, was auch wirklich geholfen hat, ist, wenn man es wirklich vielen Leuten erzählt, wenn man einfach drüber reden kann. Das hat sich jetzt auch so schon rumgesprochen in meinem kleinen Heimatkaff, aber es hat man vielen Leuten erzählt man es dann doch gern selber. Hast du Reaktionen bemerkt, dass man dir die Schuld gegeben hat und dass Leute dich meiden oder es sogar aussprechen, hier, nein, du bist schuld? Nein. Also den Leuten, denen ich selbst erzählt habe, das waren wirklich also Leute, denen ich dann auch wirklich vertraue. Deine Mutter hat mit den Eltern des verstorbenen Jungen gesprochen. Ja. Sehen die dich denn als Hauptschuldige? Nein, die haben auch keine Anzeige oder so. Die haben gemeint, dass ich ja eigentlich auch nichts dafür kann und sie wollen mir jetzt da nichts tun oder so. Das haben die gesagt. Das Schicksal, das ist so schon tragisch genug. Das bin ich auch sehr froh drüber. Hast du mit denen am Grab bei der Beerdigung auch gesprochen? Nein. Es waren wahnsinnig viele Leute da. Vor allem, weil er war ja auch erst 17, weil es auch so ein tragischer Unfall war. Meine Eltern wollten mich gar nicht mitnehmen, aber ich habe mich dann doch durchgesetzt. Meinst du, das war für dich wichtig, auch so für deine Verarbeitung des ganzen Geschehens, ja, dass du dort warst? Ja, eindeutig. Das Schlimmste war zum Grab vorgehen und die Blumen hinlegen. Aber danach, weiß nicht, da ging es mir irgendwie besser, weil es war einfach... Warst du danach auch nochmal auf dem Friedhof? Nein, seitdem nicht mehr, aber ich glaube, ich werde dann doch öfters mal hinfahren und die Blumen hinlegen oder einfach schon so aus dem Pflichtgefühl raus. Also um nochmal die Verbindung zu diesem Anrufer von vor zwei Wochen zu ziehen, man ist dann in seiner Wut ganz hilflos, ne, wenn man das hört. Dann denkt man, was für ein bescheuerter Kerl.
Und man wünscht ihm so sehr, dass er sofort, auch wenn es ihm die Existenz rauben würde, er war ja Kraftfahrer, dass ihm der Führerschein weggenommen wird, ne? Ja, das auf jeden Fall. Man wünscht jetzt wirklich keinem so einen Unfall oder irgend sowas. Das würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen. Mhm. Aber dass er einfach zur Vernunft kommt, weil es ist doch Wahnsinn. Eben, ja, ich ja. finde das total unmöglich. Gut, dass du angerufen hast, Birgit. Mhm. Und ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Und ja, für morgen auch, ne? Das ist eine große Überwindung, aber ich glaube, das muss man auch tun, sonst wirst du nie wieder Auto fahren, wenn du es jetzt nicht bald machst. Alles Gute. Ich werde mich bemühen. Ja. Danke. Dir auch. Auf Wiederhören, Birgit. Wiederhören. Ich begrüße herzlich den Michael, und der ist 28. Jo, ich bin's. Ja, ich auch. Jo. Michael. Und zwar wollte ich im Prinzip momentan bloß alle anderen warnen, sich mit einer Hure einzulassen. Dir ist was Schlimmes passiert, oder wie? Jo, kann man so sagen. Was denn? Was heißt schlimm? Ich hatte mit meiner Ex Schluss. Mhm. Und bin dann mit einem Bekannten halt in so ein Interblissement gegangen. Mhm. So, und da haben wir uns dann halt kennengelernt. Ende vom Lied war, ich habe im Prinzip für sie alles bezahlt, immer noch. Und wir hatten auch guten Kontakt, sie war auch Weihnachten bei uns. Wie, Moment, langsam, wer war Weihnachten bei euch? Die Prostituierte? Ja. Also du hast dich mit der richtig angefreundet? Ja, klar, mhm. klar. Wir haben uns richtig gut bekannt gemacht, waren auch im Prinzip zusammen. Also ein privater, enger Kontakt. Genau. Ja. Mhm. Genau. Und dann ging vor 4-5 Wochen ihr Auto kaputt, habe ich ihr gesagt, da kaufe ich ihr ein neues Auto. Mhm. Ja, habe ich ihr das Auto geholt, war auch kein Pappenstiel. Mhm. Und jetzt auf einmal sagt sie, ich will nichts mehr. Das Auto hast du bezahlt? Das Auto habe ich bezahlt. Wie viel Geld? Knapp über 64.000 Mark. 64.000 Mark? Verschenkst du mal gerade locker ein Auto, dann musst du ja steinreich sein. Weniger. Aber du hast Kohle. Das würde ich nicht so sagen. Ich habe für das Auto habe ich auch Schulden gemacht. Muss ich. Und hast dir aber das ganze Auto geschenkt? Also sie brauchte keine Eigenleistung zu bringen. 64.000 Mark. Nein. Und nun will die junge Dame, darf ich mal fragen, was für ein Auto es ist? Hä? Darf ich mal fragen, was für ein Auto es ist? Ja, so ein kleiner A4 Quattro. Nicht schlecht. Ja. Und jetzt will die Dame. Und die will die Dame jetzt. Und das läuft jetzt auch auf ihren Namen, das Auto? Das Auto läuft auf ihren Namen. Sie hat den Vatersprüf und alles. Mhm. Und jetzt will sie nichts mehr von dir wissen und mit dir zu tun haben. Ja, aber ich habe mit ihr telefoniert noch und meinte sie, lass uns erstmal nicht mehr sehen. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht. Es kann auch damit zusammenhängen, in dem Etablissement, wo sie vorher gearbeitet hat, das ist, kann ich ja... Nee, den Namen brauchen wir jetzt nicht sagen. Großraum Neuss, ja. Ist das ausgehoben worden und ich schätze mal, dass ihr Ex-Ehemann, mhm. dass ihr Ex-Mann, der hatte das unter seinen Fittischen, dass sie deshalb ein bisschen mhm. unter Druck steht. Weil sie hatte auch vor... Michael, du hast gerade am Anfang gesagt, du willst alle Leute vor Huren... vor Prostituierten warnen, ne? Ja, sich nicht einwickeln zu lassen. Ja, wir wollen mal ein bisschen vorsichtig sein. Das, ja, was dir gut, da passiert ist, hätte dir mit jeder anderen Frau auch passieren können. Ja, logisch, und nicht jede logisch, Hure logisch. Ist ein schlechter Mensch oder kriminell. Weiß Gott nicht. Ja. Ne? Weiß ja, Gott ja, nicht. Nee. Die meisten Huren sind ordentliche Frauen. Und hast die machen, du schon recht, hast ne? du schon recht. Ja. Aber man soll sich nicht so um die Finger wickeln lassen von denen. Mhm. Das meinte ich damit. Ich sag nicht, dass sie alle schlecht sind. Genau. Also generell ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich auf nähere Kontakte einlässt. Vielleicht nicht so ganz schnell Autos für 64.000 Mark verschenkt. Ja, du bist aber auch schön doof, muss ich dir sagen. Weiß ich. Also ein kleines Geschenk ist ja okay, aber für 64.000 Mark gleich ein Auto, wo du dich auch noch mit verschuldest, bist es selbst auch ein bisschen mit Schuld, will ich weiß mal sagen. Weiß ich. Jetzt ist die Sache erstmal gegessen, ne? Das sowieso. Michael. Ich weiß es. Naja, es gibt immer noch Schlimmeres, ne? Da kann man sich mit trösten. Ja, es gibt Schlimmeres. Hast recht. Mann. Mit Sicherheit. Also du wolltest jetzt mal die Männerwelt warnen, sich nicht einzulassen von Frauen. Genau. Das wollte ich damit ausdrücken. Okay, und die Sendung ist jetzt rum und das hast du aber auch noch geschafft zu sagen. Alles klar. Danke. Alles Gute, Michael. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen heißt unser Thema Helden und Lebensretter. Ich möchte mit Helden sprechen und mit Lebensretter oder mit Menschen, die von Lebensrettern gerettet worden sind oder
die vielleicht Leute in ihrer Umwelt haben, Umgebung haben, von denen ihr sagt, das ist ein wirklicher Held, das ist grandios, was dieser Mensch alles geschafft und gemacht hat. In der Technik, Jeanette Krause, morgen 1 Uhr hier im Radio 1 Live und morgen sind wir auch wieder im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr hier bei uns anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage ciao und bye bye, bis morgen.